Gentlemen, dir ist es noch zu wichtig, was andere Leute von dir denken. Du machst dir zu viele Gedanken darüber, was die Meinung von anderen eventuell über dich selbst aussagen könnte. Und eventuell kennst du es. Du fragst dich, ey, mag diese Person mich, mag diese Person mich nicht? Die Frau, die ich gerade kennenlerne, ah, passt das nicht? Du gehst eventuell sogar mit dem Gedanken einschlafen und bist so, okay, wann textet sie mir? Wann schreibt sie mir? Warte mal, ich habe noch keine Nachricht bekommen. Was passiert hier? Das ist kein Zustand. Und deswegen guckst du dir dieses Video an. Du willst, dass es dir egal wird, was andere Leute von dir denken, du willst nicht mehr die Person sein, die als zu nett eingestuft wird. Eventuell scheust du dich sogar vor Konflikten, versuchst Konflikten aus dem Weg zu gehen. Heute in diesem Video will ich mit dir darüber reden und diese Aussicht auch gleichzeitig nutzen, damit du das große Ganze hast. Und zwar, wie es dir egal wird, was andere Leute von dir denken, wie es dir einfach komplett egal wird, wie du einfach nicht mehr darüber nachdenkst, wie du da hingehen kannst, ohne Probleme eine Frau kennenlernen kannst, dich und deine Persönlichkeit 100% auf den Tisch legst und sagst, weißt du was, das bin ich. Du eine Dominanz, du ein Selbstbewusstsein, ein Charisma ausstrahlst, sodass die Frauen sagen, weißt du was, boah, okay, der Typ, das ist der Mann, den ich suche. Das werden wir besprechen. Es wird ein sehr, sehr interessantes Video. Wir werden sowohl auf die strategische Seite als auch auf die philosophische Seite angehen. Es wird sehr, sehr geil. Mein Name ist Matt. Ich helfe vier beschäftigten Männern, die richtige Partnerin zu finden, sie zu behalten und letztendlich seine eigene Zeit nie wieder mit Unsicherheiten oder der falschen Partnerin zu verschwenden. Heute, wie es dir egal wird, was andere Leute von dir denken, ein für alle Mal ein Video, was du dir unbedingt reinziehen solltest, vor allem, wenn du als zu nett eingestuft wirst. Oftmals in die Friendzone kommst, dir zu viele Gedanken machst, wenn du eine Aktion tätigen willst und grundsätzlich einfach ein gellerer Typ werden willst, als du ohnehin schon bist. Gib dem Video einen Daumen nach oben, falls du es noch nicht gemacht hast. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke. Viel Spaß mit diesem Video. Ich will erstmal mit einem kleinen Gedankenexperiment anfangen. Und zwar, stell dir vor, du bist sehr, sehr alt. Du bist bereits in der Rente, du sitzt da auf deinem Schaukelstuhl und lässt die Zeit Revue passieren. Du schaust dir an, wie dieses Abenteuer war, dieses Abenteuer, was ich Leben nenne. Du schaust es dir an und du bemerkst, na, warte mal ganz kurz, mir war es sehr, sehr wichtig, was andere Leute von mir denken. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob ich cool ankomme oder nicht. Und zwei Dinge realisierst du. Punkt Nummer eins, weil du nach der Meinung von anderen Leuten gegangen bist, weil du zu sehr darauf geachtet hast, was X, was Y, was deine Eltern, deine Freunde, deine Bekannte, eventuell die Frau, mit der du mal zusammen warst, nach der Trennung, was die von dir dachten oder was die von dir gehalten haben, das hat dazu geführt, dass du dein volles Potenzial nicht wirklich ausgeschöpft hast. Und ich will dir erklären, was ich damit meine. Schau, wenn du eine gewisse Aktion tätigst, wenn du in der echten Welt Dinge tust, dann ist es so, dass natürlich vor dieser Aktion ein gewisser Gedankengang ist. Und dieser Gedankengang ist entweder, ja, ich mache es, weil ich Bock darauf habe, oder ich mache es, weil es gemacht werden muss, oder ich mache es, weil ich den Druck spüre von anderen Leuten, oder ich mache es eben nicht. Eine super simple Situation wäre, du bist draußen auf der Straße, du siehst eventuell deine 10 von 10. Stell es dir vor, du siehst deine 10 von 10. Die Frau, die du sau attraktiv findest. Wo du ja sagst, das könnte potenziell die Mutter meiner Kinder werden. Und ich weiß, dass wenn ich einen Sohn habe mit dieser Frau, ich weiß, dass wenn ich eine Tochter habe mit dieser Frau, 10 von 10. Und dann kommen noch natürlich die Charaktereigenschaften hinzu, die sehr, sehr wichtig sind. Nein, Spaß beiseite. Also, die Sache ist sie passt äußerlich zumindest in das Bild rein, in den Rahmen rein. Sagen wir charakterlich auch, okay? Und da wird noch ein anderes Video zu kommen, wie sehr, sehr gutes Aussehen und sehr schlimmer Charakter zusammenpassen. Das wird ein phänomenales Video, das werden wir noch drehen. Aber ich will jetzt vielmehr auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar den Punkt, dass du sie draußen auf der Straße siehst. Du siehst, wie sie an dir vorbeigeht. Entweder braune Haare, blonde Haare, je nachdem, was deine Präferenz ist. Du siehst den Körpertypen, stellst dir vor, du siehst den Körpertypen, den du magst. Und bist so, puh, das ist wahnsinnig. Und irgendwas Instinktives in dir hat gesagt, guck dahin, schau dahin, guck's dir an. Und du bist so, ja, doch. Doch, habe ich Bock zu. Habe ich richtig Bock zu. Das fühle ich, das will ich. Doch dann
Surprise, Druck, Nervosität, Spannung, super viele Gedanken, ob du da hingehen sollst oder nicht, Unsicherheit vielleicht sogar. Du erkennst dich selbst nicht wieder. Die Person, die du normalerweise bist, selbstbewusst oder eben nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du in anderen Situationen deutlich selbstbewusster bist. Du bist selbstbewusster, du bist viel stärker in deiner Meinung, viel stärker darüber, wer du bist, was du tust in deinem Leben. Aber in diesem Moment ist alles plötzlich weg und du bemerkst, ich will da hingehen, ich will das machen, aber es geht nicht. Ich will sie ansprechen, ich will sie näher kennenlernen, aber es geht nicht. Was tue ich? Was soll ich tun? Warum ist das so? Der soziale Druck, der auf dich gepackt wird, ist so enorm, dass du dir die Chance deines Lebens, du lässt sie einfach an dir vorbeigehen. Die Chance deines Lebens. Und oftmals, weißt du, die gesamten Persönlichkeitsentwicklungscoaches, die ganzen Dating-Gurus sagen, Möglichkeiten gibt es überall. Stimmt. Auf jeden Fall. Aber es ist eine Schwarz-Weiß-Aussage. Wie wäre es, wenn wir die Aussage nochmal versuchen zu erweitern und ich dir sage, ja, Möglichkeiten gibt es überall. Frage ist, was sind gute Möglichkeiten? Was sind Möglichkeiten, mit denen du auch wirklich was anfangen kannst? Was sind Möglichkeiten, die dich in deinem Leben, in deiner Weiterentwicklung als Mensch, was sind das für Möglichkeiten, die dich weiterbringen kann? Und da wird es kompliziert. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Es kann sein, dass diese Person wirklich das eine war und du bist da nicht hingegangen. Und stattdessen bist du aus einem Mangel auf die Person eingegangen, die ohnehin schon da ist. Also sagen wir, Jenny ist da. Jenny, sie findet dich attraktiv und denkst, ja, Jenny ist eigentlich eine ganz süße, ey, kann ich mal machen. Ne? Du kommst, und diesen Fehler sehe ich so oft bei Männern und ich bekomme so einen Hals, ne, wenn ich das sehe. Männer sagen so, ja, weißt was, ich verstehe mich gut mit dir, das passt auf Anhieb. Zwei Wochen später, ein Monat später, zwei Monate später, die sind zusammen. Oh mein Gott, das funktioniert sofort, sofort. Anstatt einfach mal zu gucken und zu sagen, ja, warte mal ganz kurz. Ich werde mit dieser Person, vor allem wenn ich was Längerfristiges im Kopf habe, wahrscheinlich sehr, sehr lange zusammen sein. Wäre es nicht gut, wenn ich filtere und schaue, ob diese Person wirklich, wirklich zu mir passt, anstatt knallhart von Anfang an nach zwei Wochen oder nach einem Monat zu sagen, ja, das ist sie, fertig. Nein, du, weißt du, was du damit machst? Du kannst, wenn du die falsche Person nimmst, du kannst eine tickende Zeitbombe an dich selbst stecken und sagen, ja, läuft. Nee, es läuft nicht. Das Einzige, was laufen wird, ist vielleicht eine Trennung, wenn es die falsche Partnerin ist. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber sehr, sehr oft, vor allem, wenn du keinen vernünftigen Filterungsprozess hast, und das haben die meisten Männer nicht, weil sie aus dem Mangel handeln. Aber über dieses Thema soll es gar nicht so sehr gehen, weil du die Chance nicht ergriffen hast, weil du unter deinem Potenzial lebst. Passiert was? Weil du unter deinem Potenzial lebst, hast du am Ende diese Zeitbombe an dir. Und darauf hast du keine Lust. Das bezweifle ich sehr, sehr stark. Weil ich sage dir eine Sache. Das, was du denkst, was du willst, ist nicht immer das, was du wirklich willst. Wenn du eine Sache aus Angst tust, aus Verlustängsten tust, dann sage ich dir von vornherein, dann kannst du es glatt vergessen, das zu machen, weil du weißt, du verarschst dich selber. Du weißt, du belügst dich selber. Du weißt, dass du mehr machen kannst. Das muss ich ja gar nicht sagen. Ich meine, wie gesagt, wir sind hier alleine. Muss hier niemandem irgendwas beweisen. Und wenn das gerade weh tut, das, was ich dir sage, dann ist es wahrscheinlich sogar wahr. Also das ist Punkt Nummer eins. Du lebst unter deinem Potenzial. Du kannst viel, viel mehr machen. Du kannst viel, viel mehr versuchen. Aber immer, weil es dir zu wichtig ist. Und das Thema, das hat nicht nur mit Frauen zu tun. Das ist in deinem gesamten Leben. Das hat in deinem gesamten Leben Fuß. So, und dann schauen wir uns die andere Perspektive mal an. Die andere Seite. Nicht nur, dass du unter deinem Potenzial lebst. Du wirst auch nicht glücklich davon. Und da will ich eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Leben erzählen, ja? Schau, ich bin damals in dieses gesamte Erfolg mit Frauen-Thema reingekommen und ich habe mir gesagt, weißt du was, ich war dieser Nerd, ich bin nicht wirklich super selbstbewusst, aber ich werde es jedem zeigen. Ich werde es jedem zeigen und ich werde beweisen, dass ich es werde. Weißt du, es war so eine Motivation, es war eine gute Motivation gewesen, die hat ordentlich
Ne? Die hatte ordentlich Kraft hinter. Und das Problem ist, dass ich diese Motivation so ins Extrem geführt habe, dass ich Erfahrungen gemacht habe, keine Frage, auch wunderschöne Erfahrungen mit Frauen. Nur, dass ich das in so einem exzessiven, also wirklich in einem exzessiven Rausch gemacht habe nach dieser Stimulation, dass ich immer mehr bekomme, immer mehr. Weil die Sache ist die, guck mal, ich habe angefangen als schüchterner Nerd. Ich war zurückhaltend, ich war jetzt nicht super krass Extrovertierte. Und hier, ne, ich zeige ja immer mal wieder ein paar Bilder von mir. So sah ich damals aus. Ich war nicht wirklich die Person, die du als grundlegend attraktiv, die du als grundsätzlich, okay, das ist ein Mann, den kann ich mir vorstellen, der in der Position, wo er andere Leute führt, dominante, war ich nicht. Das hat sich aufgebaut in der Zeit. Sache ist die, diese Person damals, die ich war, sie dachte, weil sie das von irgendwelchen Leuten gehört hat, von YouTube-Videos beispielsweise, von anderen Menschen, von seinen Eltern, von whatever, von den coolen Kids, weißt du, damals, wenn du noch jünger warst, von den coolen Kids. Du hast gesagt bekommen, es ist cool, wenn du mit super vielen Frauen schläfst. So, und dann? Mein primitives Hirn war, okay, go for it. Und ich habe eine sexuelle Erfahrung nach der anderen gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht war. Und das ist auch wirklich, ne, vor allem für jemanden, der nicht viel Erfahrung gemacht hat, du wirkst dich verarschen und sagst, okay, mein Antwort, was willst du mir damit sagen? Willst du dich in besseres Licht da? Nein, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen, aber nein. Nicht in diesem Fall. Was ich dir sagen will, ist, ich dachte, dass ich genau das will. Exzessiv, nonstop, durchgehend. Doch was ich eigentlich haben wollte, war nicht das. Weil ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, da war eine gewisse Leere da. Da war so ein gewisses, warum habe ich das gemacht? Weil zum Beispiel jetzt gerade, während ich dieses Video aufnehme, siehst du hier irgendwo eine Frau? Siehst du hier irgendwo eine Frau, die mit mir irgendwas hat? Mein Leben nehme ich ja trotzdem weiter. Das Ding ist halt, ich habe diese exzessive Stimulation, die ich im Sex gesucht habe, habe ich, weil ich von anderen Leuten erfahren habe, ja, das ist das Wichtigste überhaupt, also das war mit einer sehr starken emotionalen Last verbunden. Was passiert? Dass ich in so einem Zustand war, dass ich kaum realisiert habe, und es war wirklich so kurz davor, dass ich mir gesagt habe, ich schmeiß alles hin, ich habe keine Ahnung, was ich mache hier. Aber dann ist dieser eine Moment gekommen, wo mir plötzlich bewusst wurde, wo die Punkte sich verbunden haben und ich mir bewusst wurde, oh, ganz kurz, ich will das eigentlich gar nicht in so einem Extra. Versteh mich nicht falsch, ich liebe Sex. Und es ist das Geilste überhaupt, vor allem, wenn du mit einer Frau diese Chemie hast, diese natürliche Chemie. Und wenn du lernen willst, wie das geht, ne, du weißt, Mentoring-Programm, Coaching-Programm unten in der Videobeschreibung, weil das zeigen wir unseren Klienten. Genau das. Wie sie es hinbekommen, so eine echte Verbindung aufzubauen. Weil darum geht es. Aber was ich damals gemacht habe, war nicht diese echte Verbindung aufzubauen, sondern ich bin nach dem typischen Erfolg mit Frauenschema gegangen. Ja, ich nehme jetzt mal irgendwie eine Runde das und dann hast du mit dieser Person was. Diese Person weiß nicht, was sie tut. Du weißt nicht, was du tust. Am Ende reißt vielleicht sogar das Kondom und du bist in einer Situation, die etwas komplizierter ist und dann musst du diese Situation vernünftig angehen. Und dann bemerkst du, dass es gar nicht das war, was du haben wolltest. Wortwörtlich. Nicht, dass du mich falsch verstehst und nein, nein. Ich habe noch keine Nachfahren hinterlassen. Es wird noch kommen in der Zukunft. Fakt ist, ich bin wahrscheinlich so der selbstironischste Dating-Coach überhaupt. Fakt ist, ich dachte, dass mich bedeutungsloser Sex durchgehend bedeutungsloser Sex mich glücklich macht. Und weil ich nach diesem Rahmen gegangen bin, habe ich mir gesagt, okay, dann wie kriege ich das hin? Ich hatte Mentoren, ich hatte Coaches, ich habe Leute, die mir geholfen haben dabei, das zu verstehen, diese Dynamik zu verstehen. Mann, ich hatte 600-700 Seiten mit Konversationen von Frauen, die ich mir komplett aufgeschrieben habe. Wo ich mir die Konversation notiert habe und mir ganz genau aufgeschrieben habe, okay, was ist passiert, warum ist das, ich wollte alles wissen. So, aber selbst wenn diese Fähigkeit mir jetzt zugutekommt, weil ich Dating-Coach bin, selbst wenn mir diese Fähigkeit jetzt zugutekommt, meiner primären Motivation, die war dann irgendwann weg. Und zwar halt mit so vielen Frauen wie möglich was zu haben. Was dann aber kam, war plötzlich, okay, aber es gab Momente, wo ich das richtig genossen habe und da hatte ich auch eine echte Bindung mit den Personen. Selbst wenn es was Kurzfristiges war, selbst wenn es was Kurzes, was Entspanntes war, ich hatte eine Bindung.
Ich habe diese Bindung aufgebaut. Und ich wollte auch mit dieser Frau was haben. Es war nicht so, ja, einfach nur, um die Nummer zu haben, damit ich die Nummer habe. Weil mir aber damals eingetrichtert wurde, dass genau das dich glücklich macht. Was passiert? Ich bin wie ein komplett Wahnsinniger durch die gesamte Stadt gelaufen, habe Leute angeschaut. Also so richtig irre eigentlich. Weil ich nicht wusste, was ich wirklich will. Deswegen habe ich gerade eben gesagt, es ist nicht... Das, was du denkst, was du willst, ist nicht immer das, was du wirklich willst. Und das versuchen wir auch mit unseren Klienten herauszufinden, was sie wirklich wollen, was ihre grundsätzliche Intention hinter dieser gesamten Frauengeschichte ist. So, und dann gibt es die andere Partei, die jetzt sagt, ja, Matt, aber das, wenn es mir egal sein soll, was andere Leute von mir denken und ich das Thema mit den Frauen, ne, das Sex vielleicht auch nicht das Wahre ist, weil ich denke, dass Sex das Wahre, wenn das auch nicht das Wahre ist, was soll ich tun? Ich dachte, all das ist richtig, all das ist das, was funktioniert. Soll ich das dann gar nicht machen? Monk sein? Nein, sollst du nicht. Das habe ich nicht gesagt. Sie ist nicht im Extrem. Was ich dir aber sage ist, versuche herauszufinden, was du wirklich magst. Ob es eher eine Bindung ist, ob es Erfahrungen sind, ob es eine langfristige Partnerschaft ist. Ganz egal, was es ist. Ich hatte alle Leute in jeglicher Schicht, ganz egal wo. Egal, was für ein Level es war, ob es ein bisschen selbstbewusster sein ist, ob es Erfahrungen sammeln ist, ob es langfristig eine Partnerin zu haben ist. Ich kann hier einige Bilder einblenden. Egal, was es war, ich habe es schon durch. Und ich sage dir eine Sache, die Leute sind nicht immer mit der grundsätzlichen Intention reingekommen. Das hat sich erst später herauskristallisiert. Aber, weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil es dir noch zu wichtig war, was andere Leute von dir gedacht haben, weil du dir noch zu sehr überlegt hast, ja, warte mal ganz kurz, ja, meine Eltern haben gesagt, dass das für mich das Richtige ist. Tief in dir weißt du es. Kannst aber nicht ehrlich zu dir selber sein. Du musst aber an einem Punkt ehrlich zu dir selber sein. Weil wenn du 70, 80 bist, am Sterbebett liegst und dir bewusst wirst, dass dein gesamtes Leben eigentlich vorbei ist und du nicht mehr die Energie hast, um dieses Leben vernünftig zu führen, was passiert dann? Du bemerkst, dass du ein Leben für jemand anderes gelebt hast. Und nicht Frauen kennengelernt hast, weil du Bock drauf hattest, sondern aus dem Verlust. Und du musst keine Angst haben, dass wenn du diesen Gedanken los hast, oh, was, wenn ich die nicht bekomme, dass du dann plötzlich kein Bock mehr auf Frauen hast oder sonst was. Du bist ein Mann. Ich gehe mal davon aus, dass deine Testosteron, hoffen wir es zumindest, dass dein Testosteron-Level ganz in Ordnung ist. Das wird nicht weggehen. Und selbst wenn, du wirst eine Motivation haben. Du bist ein biologisches Wesen, was sich paaren muss. Paaren will. Es ist in deiner DNA. Du musst keine Angst haben, denn darum geht es gar nicht. Worum es mir geht, ist der Punkt, von dem es kommt. Welche Grundmotivation das ist. Weil viele Leute würden das jetzt verwechseln mit, ja, lass egal sein, was andere von dir denken. Und die gehen komplett in so einen Monk-Modus rein. Manche mehr, manche weniger. Die gehen in so einen Monk-Modus rein und sagen, ja, vergiss das ganze Thema. Ich muss ja gar nichts machen dann. Ich muss ja gar nicht in der Gesellschaft funktionieren. Das ist auch keine richtige Antwort. Weißt du, ich saß gerade eben mit meinem Kameramann Daniel hier und wir haben darüber geredet, dass das gesamte Leben, also wirklich, wir saßen hier 20 Minuten, 30 Minuten, haben einfach nur hier die Aussicht genossen. Und ich habe ihm gesagt, schau mal, das Leben ist schon manchmal super anstrengend. Manchmal ist es wirklich, also es belastet dich manchmal. Denkst manchmal, boah, kein Bock, gar nicht, es ist anscheinend, warum muss ich das machen? Aber die Frage ist, ist die Lösung zu sagen, dass ich dann gar nichts tue? Ist die Lösung dann zu sagen, dass ich mich komplett davon fernhalte? Periodisch ja, vielleicht, damit du das große Ganze siehst. Aber das große Ziel sollte nicht sein, dass es dir komplett egal wird, was andere von dir denken. Sollte wichtig sein, was die Leute, die wichtig sind, von dir denken. Und zwar die Leute, die du auch vorher qualifiziert hast, die zu deinem Lifestyle, die zumindest zu deinem neuen Lifestyle passen. Dass diese Leute die gleiche Vision für dich sehen, wie du für dich. Weil wenn du solche Leute hast oder andere Leute in deiner Umgebung davon überzeugt hast, dann sollte es dir wichtig sein. Die sollen nicht wichtig sein, was irgendeine komische Frau draußen auf der Straße von dir denkt oder irgendwelche Leute, die unterwegs sind. Das ist komplett Nonsense, das ist komplett egal. Du kannst deinen ganz eigenen Film fahren. Und ich will jetzt diese Worte auch gleichzeitig nutzen, um dir zu sagen, ich habe alte Menschen gesehen,
die pure Reue in den Augen hatten. Ich habe Menschen gesehen, die im Sterbebett lagen und schockiert waren darüber, dass sie herausgefunden haben. Und ich weiß, das Ganze geht jetzt nicht so krass um das Dating-Thema, ne? Versuch einfach dran zu bleiben. Ich habe Menschen gesehen und du hast in ihrem Blick pure Reue gesehen. Du hast pure Reue gespürt. Sie wurden sich bewusst, dass sie die ganze Zeit im Phantom hinterhergejagt sind. Heißt, dass es alles egal ist und nein, sie ist nicht schwarz-weiß, das habe ich dir gesagt. Weil sie waren unter ihrem Potenzial. Sie haben unter ihrem Potenzial gelebt. Und sie wurden nicht glücklich. Nicht wirklich. Ich meine, guck mal, wenn das Thema mit den Frauen für dich noch anstrengend ist, das ist ein super simples Beispiel, wenn das Thema mit den Frauen für dich noch super anstrengend ist, tust du das Ganze aus der Angst. Das war es bei mir auch am Anfang. Und jetzt, ich liebe es. Was denkst du, warum ich Dating-Coach geworden bin? Weil ich es liebe. Weil ich diese zwischenmenschliche Seite... Ich habe selten in meinem Leben so was Schönes gesehen. Dieses Spiel. Wenn du in den Raum reingehst, neue Leute kennenlernst, wie die Dynamik funktioniert, wie du mit Frauen das Hin und Her hast, den Tanz hast. Es ist wundervoll. Und ich sage dir eine Sache, ich hätte diese Perspektive nicht darauf bekommen, hätte ich nicht an mir gearbeitet. Hätte ich nicht Leute gehabt, die mich verantwortlich dafür gehalten hätten, für die Dinge, die ich machen sollte, die ich machen musste. Hätte ich nicht alles rausgeholt bis zu diesem Punkt. Weil jede Mikroentscheidung, jeden Tag, die Entscheidung, die du triffst, führen genau zu dem Punkt, wo du jetzt gerade bist. Und da wir Menschen Gewohnheitstiere sind, ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass das, was du die letzten Jahre gemacht hast, dass das weiterlaufen wird. Wenn du das Gefühl hast, dass du in einer Abwärtsspirale bist, du eine Trennung durchgemacht hast, super anstrengend alles ist, also entweder ein Aufwärtsmomentum oder du hast ein Abwärtsmomentum. Eins davon hast du immer. Du kannst dir entscheiden, in welche Richtung es geht. Dein Leben geht so vorbei. Und in manchen Momenten musst du dir einen Moment nehmen. In manchen Situationen musst du dir einen Moment nehmen, einfach mal kurz aufzuatmen und sagen, ja, weißt du was, ich weiß, dass es anstrengend ist, ich weiß, dass es ist mir zu wichtig, was andere Leute von mir denken. Aber ich werde es trotzdem tun. Weil ich fühle mich selber mehr sehr. Weil ich fühle mich selber, weißt du, das hat mit Selbstliebe zu tun, das hat mit Selbstrespekt zu tun. Weil ich mich selbst so sehr respektiere und für mich und mein Leben was Besseres sehe. Weil ich will kein Leben leben für jemand anderen. Ich will mein Leben leben. Ich will mein Leben so gut auskosten, wie nur irgendwie möglich. Du hast eine Chance. Du bist hier, denn die Zeit wird so oder so vorbeigehen. Du kannst weiterhin das tun, was du ohnehin schon tust und die gleichen Resultate erwarten. Du guckst dir diese Videos an aus einem bestimmten Grund. Weil du mit irgendwas unzufrieden bist. Also löst das Problem, werd dir bewusst, was du wirklich haben willst. Und mach das, indem du zu uns kommst. Trag dich ein zum kostenlosen Erstgespräch. Wir gehen über deine Situation, schauen, wo genau das Problem ist, wie du in deiner Kommunikation, in deiner Persönlichkeit besser wirst. Ich will eigentlich gar nicht so stark pitchen. Du weißt, wenn du die Videos magst, wenn du bis zu diesem Punkt geguckt hast, dann bist du wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich eine Person, die grundlegend was ändern will. Unten in der Videobeschreibung. Wir hören uns das nächste Mal. Dein Matt. Oh. Sieht schon geil aus. War eine schöne Aufnahme.